vielleicht noch eine Pizza. Eine Pizza bestimmt geil. Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Meine 22 Ruf Bergmann mit dem Patty und Paul. Hallo. 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 Da war mal kurz Stress im Bild. Was war im Bild? War mal kurz Stress dabei. Ah, nicht so wild. So, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt was anderes. Mach das. Ich suche mir jetzt Arbeit. Hier, Patty nerven. Das ist eine gute Idee. Fertig. Fertig. Du kannst einen Landini zum Hof fahren. In Landini? Ja, da also, steht am Feld. Da habe ich aber wichtige Herausforderungen. Mache ich natürlich gerne. Was ist denn das für ein Rohr? Ein langes. Aber nicht lang genug. Das reicht für die Seemaschine. Hast du gesehen? Mhm. Mit welchem Pack kam denn der Überladewagen rein? Das ist ein eigener Mod. Haben wir mal dazwischen mit raufgenommen. Ne, den gibt's im Mod. Das ist ein Modimod. Modimod? Modimod. Gott, der arme Landini, ey. Schafft er das? Motorschaden ist vorprogrammiert. Alter, was? Was ist denn? Der zieht das Zeug hier rum, als gäbe es keinen Morgen. Hallo, der Waldtrag braucht Auslauf. Auflauf, ja. Auslauf. In Ansicht ist besser zum Fahren. Alter, wie viele Autos kommen denn da? Muss man das echt angewöhnen, wenn ich fahre, mehr in Ansicht zu fahren. Das kenne ich tatsächlich. Weil ich knall dann nämlich nicht mehr ganz so viel dagegen. Nicht mehr ganz so viel ist auch eine sehr interessante Aussage. Ja, ne? Es kommt ab und zu dann noch vor, aber nicht mehr so. Aber nicht allzu viel. Nee, nicht mehr so vermehrt. Ja. Das ist hier meine neue Straße, ne? Da muss ich noch. Haben wir irgendwie so ein Schild mit drauf? Ich fahre da immer vorbei tatsächlich. Ich muss da ein Schild oder sowas hinstellen. Das hier ist perfekt. Aber teuer. 250 Euro. Noch eins. Noch eins. Was habt ihr denn? Wie viel produzierst du noch? Ja. Ich weiß, was der baut. Wahrscheinlich diese komischen Poller aus dem Dingsback. Alter, die Spur ist ein bisschen breit geworden. Ich kann mit dem Landini auf einer Spur fahren. Naja, gut. Ja. Ich kann wenigstens ausweichen. Weil ja so viel Verkehr ist auf dieser Karte. Ja, wenn ich unterwegs bin. Ja, du hast sowieso 17 Spuren. Weil ein Alter. Party drüber fährt, dann braucht er die Breite. Hier hat aber jemand einen Schlenker reingemacht in die Wiese, ne? Lass mir leben. Da steht ein Telelader. Nee, da stand ein Telelader. Das ist ein Unterschied. Oh Mann. So. Dein Fan könnte auch mal ein bisschen Wasser gebrauchen, ne? Ja. Der sieht schon geil aus, ne? Ich weiß nicht. Was. Schon sehr schmutzig. Schmutzig. Hey! Alter! Gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, ne? Wieso, wenn wir im kleinen Landini sitzt, ne? Und dann so eine große Schaufel um die Ecke kommt. Gott, Alter. Der wollte mich jetzt umbringen, ne? Das war ein Anschlag, ich hab das schon gesehen. Was du mal als Anschlag deutest. Ja, ich weiß schon, wie ich das deuten muss, du. Mhm. Ich hab schon wieder die Kettensäge ausgepackt, ich bin hier mal bei den Tieren gestanden, bei den Kühen diesmal. So, wie geht's eigentlich unseren Kühen? Also, wir wollten doch spulen, oder nicht? Wenn Paul mal wieder schneller leisten würde. Bist du mal fertig, Paul, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Wow. Alles wartet auf dich, weißt du? Bist du, Paul? Ja, dann bringst du mal den Fan drüber, dann kannst du ihn gleich waschen. Ich hab eh gerade den Hochdruckreiniger unter der Hand. Ich will nicht wissen, was du in der Hand hast. Ein Spritzgerät. Ja.
Dim, 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 dim. Ein bisschen Fahrzeugpflege machen, ja. Die Käseproduktion und so weiter auffüllen. Mach ich gleich. Wenn's Paul schon nicht macht, ja. Na, hallo? Hallo, ich verstehe das jetzt aber nicht, was ich warum. Buttermischer bräuchte noch ein paar Kartoffeln, falls einer mit dem Radler fährt oder so. Alter, im Normalfall sagst du nicht mehr auf, wenn ich so hingefahren bin. Muss ich mal kurz gucken. Nee. Fertig rumgespritzt jetzt. Hallo. Kommt Gewicht noch. Das ist schmutzig. Optisch finde ich immer noch sehr, sehr schick, den Fendt. Sag mal, machst du das mit Luft oder mit was machst du das? So, sauber, hau ab. Mein Gott, ey. Die Dinger stehen drüben, ne? Die Wasser- bzw. Fässer-Trailer, bla. Sind bei der Produktion, ja. Okay, Party, willst du gleich ausmisten? Machen wir dann, wenn wir uns geschwurrt haben. Ja. Ja. So. Können wir das Big Bag hier auflesen, was ja daneben steht. Schaffst du? Mhm. Dann nehme ich mir mal tatsächlich den Landini, den kleinen. Der ist mir sympathischer für die Hofarbeit. Wahrscheinlich sinnvoll sein, ja. Ja. Weil da kannst du auch schön die Decken rumcruisen, ohne Probleme. So viele Balancier. Kann ich dem Latin eine andere Farbe geben? Keine Ahnung. Ich glaube ja, das ist der von der Hofbergmann. Reparieren müssen wir den auch mal, das ist ganz wichtig. Ui. Also hier kann man mit dem Tätelader rückwärts 15 fahren und nicht nur 5. Irgendwas ja. War mit dem Manitou nicht richtig. Irgendwas ist mit dem... Ja, stimmt, hast du recht. Ja, so ist auch nicht schlecht. Ach, da kommt vorne eine 3-Punkt-Aufnahme. Guck mal. Brauchen wir nicht. Der ist ja voll bis oben hin. Uff! Er macht wieder Blödsinn hier, weißt du? Komisch. Guck mal, ich habe unmarkiert. Warte mal, wenn der Ding hat der auch IC? Nee, hat er nicht. Das ist jetzt weiß, ja? Silber. Da wir ja schon sehr viel Rot haben, oder zumindest so ein bisschen. Weiß gar nicht, heißt das jetzt Kaminrot? Alter, hier sieht's aus. Party, kommst du hierher? Nee, okay. Ich hab jetzt gerade nach die Kühe geguckt. Nach den Kühen. Nach die Kühe. Au. Ah. Wo willst denn du hin mit deinem V12? V24, bitte schön. Mach Kühe füttern. Ah! Wo kommst du denn her? Hier immer öfter, ja. Hast du das nicht geschallert hier? Das Biest, der kann es draußen nicht schallern. Paul, bist du denn mal fertig? Fetch. Haben wir eigentlich noch Silage im Kommentar? Im Lager haben wir auf alle Fälle noch was. Was drin sein, ja. Jetzt mal gerade in dem Mischer.
Eine Mische? Ja, eine Mische. Nehmen wir mal hier kurz mal ein bisschen. Geht der hier? Ah, jetzt kann ich ihn nehmen. Der ging letztes Mal nicht, der Käse. Ich bin nur über 8000 drin. Hier ist auch noch Silage drin, also von daher. Da dürfte eigentlich genug drin sein. So wird das hier immer angezeigt. Irgendwas, was machen wir denn mit der Butter falsch? Da kommen die diesmal raus. Nein, es ist nur Butter geworden. Einmal mit, nur einmal ich sag mit zu wenig Profis. Stroh nur drin. Einmal mit Profis, ey. Ah, unglaublich. Jetzt mischt er zu. Ich hab zu wenig Stroh drin. Ja, ich glaube, den Käse haben wir schon ewig nicht mehr befüllt. Käse ist nicht so wohl im Butter. Achso. Was ist aber nicht das Futter rein, Party, oder? Es ist Mischration. Gut. Es steht im Wiegeinspektor. Gut. Schon draufhalten. Schon gesehen. Oder gehört, besser gesagt. Geht das hier rein? Na gut, 1400 Liter können wir auch mal schalten. Jetzt habe ich wieder die Kettensäge raus. Kann man die ja nicht verkaufen, die Kettensäge? Die ist mir ein bisschen... Irgendwie habe ich da ein Problem mit. Party. Dankeschön. Ja. Gehen Sie raus aus meinem Fahrzeug. Du kannst Käse einladen, wenn du willst. Hat er den Käse am Boden gehauen? Hier habe ich dir erstmal an den Kopf geschossen, ja. Hat ist ein böser Mensch. Nein. Wer hätte das nur erwartet? Also ich, mir war das klar, aber mir glaubt das leider niemand, das verstehe ich nicht. Du steh mir im Weg. Was? Wieso geht das jetzt hier nicht? Machen wir voll den Äumel hier. Achso, ist schon wieder voll. Oh. So. Mach ich das jetzt in die Buttermaschine rein? Ah, die muss ich wieder anhalten, ne? Irgendwie so war das doch. Was, wenn das öffnen. Von außen befüllen kann? Achso, wieder. Buttermaschine nicht. Warte. Mhm. Los. Bitte. Die Käseherstellung geht von außen, ne? Da geht's aus! Kann so nicht arbeiten, ne? Kann mit dem nicht arbeiten. Ich hab's wirklich versucht, Paul. Wirklich versucht. Ich schaff das nicht. Das ändert sich Mord und Totschlag. Ist okay, denn jetzt hat noch einer da. Okay. So, Butterproduktion läuft wieder. Hat er mir den Anhänger abgekuppelt? Das glaubst du doch nicht. Da fällst du doch vom Glauben ab. Der hängt halt noch in der Vergangenheit. Oh. Was? Früher in der Rechtszeit war das lustig, da hast du es nicht gesehen. Jetzt siehst du ja alles sofort. So, dann holen wir noch Ziegenmilch, dann haben wir das nämlich auch wieder gemacht. Den lassen wir mal hier an der Ecke stehen. Dreht das noch? Ja. Dann lasse ich das jetzt hier vorne am besten.
Neue Farbe vom Landini gefällt mir richtig gut, ey. Habe ich gut gemacht. Ach, da ist noch normale Milch drin gewesen. Aha. Aber kann ich nicht nur Ziegenmilch von außen reingeben bei der Käserei oder auch normale Milch? Kann ich beides normalerweise von außen. Kann ich beides machen. Hatte, willst du uns irgendwas sagen? Nö, nee, wieso? Weil du gerade solch ein komisches Geräusch gemacht hast. Mm. Oder hast du gerade deine Pizza-Bestellung abgeschickt? Mhm. Was wird heute wieder? Pizza Hawaii? Mhm. Boah. Das war. Au! Wer bestellt denn so einen Scheiß? Ich? Boah. Pizza Hawaii? Oh, ab und ja. Zu geht's mal. Da musst du aber wirklich schön tief einen drin haben. Mhm. Das geht doch so. Geht auch nicht in den Zustand. Nein. Oder? Ach, geht gar nicht. Schön, machen wir mal Ananas. Mm. Da wird es gerade schwierig bei mir im Magen. Bei warme Ananas eh so eine Sache für sich ist, weißt du? Doch, das stoppt mich überhaupt nicht. Ananas habe ich kein Problem, aber. Boah, nee, nicht auf der Pizza. Vor allem, wenn die Pizza dann noch ohne Tomatensauce ist, dann kriege ich eine Krise. Eine Krise? Nee, es wird. Die Pizza Salami. El Classico, meinst du? So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Nee. Okay, jetzt habe ich da noch Milch drin. Warte mal, ich nehme das andere fast einfach nochmal. Hol ich mir der Ziegenmilch. Ziegenmilch kann ich ja mit dem Universal-Tank auch holen, ne? Kannst du beiden alles laden. Die Kühe so am Fressen sind, das sieht schon gut aus, muss ich sagen. Das ist Jungbier, das braucht ja ewig. Ich wollte gerade sagen, Patti läuft schon wieder wie so ein Wilder in der Fabrik rum, ey. Wir haben jetzt zwei angefangene Fässer. Wir haben einmal 24 Liter drin und in dem anderen sind 3 Liter drin. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so Ewigkeiten dauert. Ey. Na gut, Bier reicht halt nicht von heute auf morgen. Ne? Nee, nee. Nein! Nein? Ich muss jetzt nochmal die Milch aufteilen, dann können wir gerne schlafen gehen, nur entwegen. Ich weiß nicht, wie weit Paul jetzt ist. Ich bin fast fertig, jetzt jammer hier nicht rum. Ich jammer ja nicht rum. Nein. Mach jetzt nicht den Party. Ah, tatsächlich, er ist fast fertig. Wo bekomme ich denn diese Ziegenmilch? Warte. Wenn du vor dem Stall stehst, hinten rechts. Also neben der Futterraufe. Geht nicht. Du musst den Deckel aufmachen. Hab ich. Ja, du musst hier reinfahren. Ich war hier schon vorher drin. Ja, ja, ja. Ja, ich war hier drin. Puh. Wow, die Einfahrt ist aber jetzt sau eng geworden hier. Geht nicht. Deck aus! Nein. Nein. Warte. Versuche es nochmal hier parallel. Jetzt geht's. Das hätten wir auch gleich sagen können, Party, weißt du? Einmal. 445 Liter hat sich richtig gelohnt, ey. So, meine Damen und Herren, für die heutige Folge oder für die jetzige Folge sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da wir sehen uns heute, glaube ich, noch einmal am Bergmann Freitag. Bis dann, mach's gut. Tschüssi! Tschüss.